Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Mit dabei die Abzugsquenny. Hallöchen. Warum, erkläre ich euch jetzt. Ich verarsche mich die ganze Zeit. Ich wollte auch mal was aufwerten, weil sie erzählt sie mir, ich mache nichts. Ja, ist ja auch nichts, was ich hier gemacht habe, ne? Ja, aber was bringt dir das denn da, wenn du da eine aufgewertete Spitzhacke hast? Wenn du da ich würde dir auch nicht die Spitzhacke aufwerten, du Pfeifenhorst. Nee, was denn, ein Hammer? Alter, gleich knallt und kein Beifall. Nee, alles gut, mach du mal. Ich werde mal eben hier den zweiten Aufgang zimmern. Außerdem ist hier doch alle drin. Ich weiß gar nicht, was du hast. Was? Das ist ein Bär oder ein Zombie? Zombie. Da stehen Füchse noch im Löcher. Dann machst du da weg. Nein, nein. Ist der im Haus oder ist er draußen? Ich glaube, der ist im Haus unten. Würde ich jetzt überhaupt. Irgendwas schnorcht hier. Okay, ich habe keine Kaninchenknochen. Das ist schon bitter. Fuchstaube, Sperling, meine Herren. Was kommt, der wird nicht hochgesprungen, ne? Sonst nichts vormachen. Kennen wir ja zu Genüge hier den. Den Lachs. Treppe drauf. Ich hab gesagt, die Treppe drauf. Ich sagen, du kommst auch nicht hoch. Ach, der ist hier oben im Haus, eine Olle. Schon nachgespawnt. Ja, nice. Ja, nice, ne? Nice auf Eis, ey. Kann man ja mal machen. Ich mach die gleich eben weg. Bevor die uns auf den Keks geht. Okay. Eigentlich könnten wir doch auch hier sowas machen. Ist doch hier eigentlich hin wie Arsch auf Eimer, ey. Perfekt. Nichts aufhört, ich hab kein Eisen. Egal. Ich kann dir Eisen geben. Ich bin ja hier. Muss nur noch eben kurz eine Treppe setzen. Ins Haus backt. Geh hoch, ich geh hoch. Alter! Das stimmt nicht mit dir. Den Rest. Ja. Den Rest Eisen hätte ich gleich gerne wieder in der Kiste. Danke. Ne, ich mache erst den Zombie weg. Das geht mir sonst auf den Bommel. Echt? Ja. Oh, kann mir gar nicht vorstellen. Halt die Goschen und mach Sachen. Damit wir hier unsere Leitern auf Stein aufwerten können. Ja, ja, ja. Hier unten sind da bestimmt auch schon welche gespawnt. Schnarcht er denn so? Nur die eine? Lass ihn nur. Hat die den jetzt? Weiß ich nicht. Das ist eine sie. Ja, hat geschlafen. Hat keinen gestört. Außer doch. Die Tür. Als ob dir das nicht auf den Bommel geht. Riecht sich ja über den Vogelgezwitscher schon auf. Ja, weil das auch penetrant ist. Naja, das ist penetrant. Aber so ein Schnarchen, wie die Hölle. Kennst von deiner Katze, ne? Das ist nicht penetrant. Hier ist noch einer. Warum ziehst du Mia da jetzt mit rein? Wer kann die Kleine denn jetzt dafür? Die liegt da, macht nichts. Auf einmal ist sie hier Hauptthema Nummer 1. Alter, jetzt bin ich hier festgebackt oder was und komm nicht raus und er haut mich kaputt, Alter. Ist das dein Ernst? Wo bist du denn oben im Haus? Ah, das ist gut. Fick Türen hier, Alter.
Ist er hingelaufen jetzt? Ich glaube, hier unten war Trappeln. Ja, ich glaube, oh, der ist unten gelaufen. Der ist hier unten bei mir. Der doof im Kopf, was verpisst er sich? Er rennt nach oben. Du bitte dir, da. Das ist ja immer eine Konstruktion hier mit den Pöllern, die hier in den. Ich sag's nicht. Ja, es geht nicht anders. Ist doch auch okay. Ist doch scheiße, egal wie das hier unten aussieht. Wichtig ist, wie es oben ist. Ich geh Steinchen. Du kannst ja auch gerne jedes Mal hinten rumlaufen. Du das möchtest. Fahr die Krallen wieder ein, ist doch gut. Die noch gar nicht ausgefahren. Hm. So, also Steine war das Thema und was noch? Eisen. Ja, und Äste natürlich. Alles eigentlich, wie immer. Kennst du auch das Prozedere? Muss ich erst die Wand setzen, dann kann ich die Treppe setzen, oder was? Ja, das Bauen ist echt noch, ne? Ja, gut. So ein bisschen, oh ja. Ein bisschen, so ein bisschen. Oh. Ja, es ist jetzt aber nichts, was hier komplett den Spielspaß nehmen würde. Also bei mir zumindest nicht. So. Ich will jetzt auch so eine dran machen. Machen wir auch, da fallen wir weniger runter. Ich kenne uns ja. So, was kriegen wir denn jetzt hier hin? Machen wir mal 4. Wie sieht kupfermäßig aus? Dann können wir auch ein paar machen. Vielleicht mal irgendwas in der Kiste hier. Ach komm, hier wären auch noch Zahnräder gewesen. Türen. Offen. So, ein paar Nägel. Sieht zwei technisch aus, okay. Okay, ich lasse mal in der einen Kiste hier ein paar Äste. Jetzt wenn wir mal so Steine umwendeln müssen und sowas. Ja, ich würde auch welche mitbringen. Ja, Steine. Ja, und Äste. Was ist denn da los? Tja. Tja, wurden wir so eingeprügelt, ne? Nee, ich brauche halt Äste und Steine umzuwandeln. Echt? Ja. Seit wann? Aber ich erkläre dir das gerne nochmal. Wir verstehen die Leute jetzt nicht. Nein, aber du. Den muss er erklären. Nein, muss ich nicht. Nein. So, wie sieht dieser Baumstamm? Ich brauche bearbeitete Baumstämme. Sieht holzbrettermäßig aus. Passt. Holz 9. Nee, ist auch noch Holz, ne? Ja. Dann machen wir bearbeitete. Lassen wir mal 20 normale. Dann machen wir auf jeden Fall mal 2 Fallen Machines. Ja, du ein bisschen Kupfer machst du ja auch dann, ne? Wenn du Eisen machst. Ja.
Ach, hier sind auch noch zwei, okay. Können wir nochmal eine Fallen Johnny Moped machen? Nein, Reh, geh weg. Habe ich jetzt keine Zeit mehr. Mir blutet das Herz. Ja, nimm doch mit zum Reh, ey. Keine Totenschürze, Quenny. Okay, ich werde drüben auf jeden Fall mal eine Kiste stellen, schon mal, wa? So, da auch mal was reinpacken kannst. Muss ich noch ein Plastik mitnehmen? Haben wir noch eins? Genau eins, ey, Mann. Du. So, was hast du denn jetzt überhaupt gelernt? Falls du das weißt. Ich habe einmal dieses Inventar. Dann habe ich für Wood. Was hatte ich noch gelernt? Dass ich umwandeln kann, die erste Stufe. Ja, dann lern doch erstmal den Rest, der dann noch drin liegt. Ja, ich kann gerade nicht. Ja, sollst du ja auch nicht jetzt machen, aber dann lasse ich dich. Sind ja auch nicht viel, sind nur 63. Aber dann kannst du halt noch einen Inventarplatz machen oder auf Stein. Mhm. Würde natürlich jetzt vielleicht vorher Sinn machen, aber musst du wissen. Weil 20% mehr Damage halt, ne? Ja, ich baue den Stein hier noch. Ich komme mich nochmal zurück. Okay, der Stein ist abgebaut. Ich kann nicht verarschen. Warst du mies? Ich mache erstmal den Abreißdruck. Wie immer. Ich wollte mal sagen, wir jetzt einmal eine Staffel geben oder eine Folge, wo du nichts aufbaust und direkt wieder abreißt? Nein. Schallim. Das ist auch, was mich an Rust immer so aufgeregt hat, dass ich es nicht abreißen konnte. Dass ich es wegkloppen musste. Tja. Mutti, was machst du denn jetzt hier? Die lächerliche. Ach, ich mag das, wenn die Sonne hier aufgeht. So, ein Kistchen haben wir stehen. Lass ihn mal das spielen. Okay. Ja, wir werden jetzt immer, oder die Folge ist jetzt immer so Baufolge. Und nächste Folge gehen wir auf jeden Fall mal ein bisschen mehr looten. Wir können ja mal die Häuser hier freiräumen. Falls Quenny dann am Start ist. Ich bring mal hin. Jupp, habe ich gelernt. Perfekt. Genau, ja, das war nämlich das Problem. Wenn man das hier höher macht. Wird's nicht snappen, Alter. Pack schon mal ein bisschen Stein hier in die Kiste. So, und klein Quenny zieht wieder von dann. Was doch? Wie in der Kiste! Los, ey. Schau mir nie an. Ich bin sensibel. Boah, da ist aber ein. Ein Schwein. Schießt du da 1000 Pfeile in den Hirsch? Na egal, wir müssen essen. Es geht nicht anders. Nur schlecht an so einem Grashalm nuckeln hier. Könnt ihr auch einfach mal eine große Tierfalle machen? Könntest du tun, wenn du noch große Fleisch hast. Könntest aber ein paar kleine stellen. Oder hast du schon?
Ich habe unten eine gestellt, du hast oben eine gestellt. Ja, oben die habe ich schon wieder abgerissen, da ist ja nichts reingelaufen. Naja. Ich kümmere mich da gleich drum. Also kleine Steine sind die, wo ich mich nachbücken muss, ne? Jo. Ach du Angst, es nicht weg, ey. Aber die brauchst du nicht machen, also. Brauchst du die nicht hinterher zum Reparieren? Ja, aber so weit sind wir noch lange nicht. Okay. Das lassen wir erstmal aus Holz. Nee, das muss reichen. Ja, wenigstens nochmal eine Blade Trap, das so ein bisschen abgesichert ist, falls mal ein Zombie hinter einem gerade her ist. Das passt schon. Ja, wenn jetzt die Ente hier vor meinem Fuß rumeiert, Alter. Das hast du jetzt gesehen? Da fliegt die genau in dem Moment weg, wo ich einen Pfeil abdrücke. Hammer, ne? Ja, da sind schon kleine Mistviecher. Na. Juti Juti. Was? Das ist Alfred J. Quark. Okay, dann machen wir hier nochmal denselben Bums eben. Die weg. Zieh noch die Mauern durch. Dann geht es eigentlich erstmal nur noch darum, aufzuwerten und dann später Fallmaschinen zu bauen. Also ich denke so, wenn wir hier beide Strecken fertig haben, sollten wir locker bis Tag 12 Ruhe haben. Mhm. Dann können wir halt immer so ein bisschen Farmerama machen. So dass dann halt irgendwann jeder noch seine Strecke baut. Klingt nach einem Plan. Ja, das so klappt, wie wir es erleben. Ey. Man weiß es ja nie in diesem Spiel. Kommt immer anders und zweitens, als man denkt. Ne? So in etwa, ja. Echt hier mit dem. Ich hoffe, ich kriege halt die Schredder gleich reingestellt, sonst müsste ich später nochmal. Wenn ein Stück auseinanderziehen. Boah, fällt das hier ab, ey. Also klar, ne? Ja, das ist ein schneller Modi. Die rumeiert, ey. Hm? Ich sag, wo du rumeierst. Die kannst du nicht losschicken, die ist weg. Die ist auf und davon, ey. Warum? Was ist denn mit mir? Nee, nix, alles gut. Ich hab nur mal geguckt, wo dein Name so aufploppt. Ja, mal Auge machen hier, ne? Ja, na sicher. Klar. Bis gleich der nächste Bär kommt, ey. Juti!
Irgendwo sind wir ein bisschen hier. Ach nee, weil das hinten breiter ist, ne? Oh, hier passt es doch rein. Am Läufen, ne? Ist das ein Wolf? Mega. Was fehlt denn jetzt? Bearbeiteter Baumstamm, dein Ernst? Dafür nochmal zurück. Na gut, machen wir auch noch. Hauen wir die noch da drin und dann sieht's gut aus erstmal. Muss unbedingt dahin, wo du gerne bauen wollen würdest, ne? Was? Was? Ich lauf doch wieder durchschaut, ne? Nein, was? Ich juckel halt einfach nur hier rum. Ich glaube, da unten war gerade ein Wolf. Ich bin mir nicht sicher. Könnte. Sind halt gerade viele Büsche. Also grabbel ich die halt einmal an. Was ist das hier oben? Was habe ich da entdeckt? Muss ich doch mal gucken gehen. Ach, da immer. Hallo, Herr Zombie. Aus wie eine alte, abgeranzte Scheune oder sowas. Stonis. Ja, was machen wir denn jetzt? Soll ich hier schon mal auch Fallen hinstellen oder? Sollte ja eigentlich erstmal noch reichen für die nächsten ein, zwei Hörtchen. Da ist auch ein Zombie. Seide. Alter, irgendwas ist immer, ne? Siehst du das auf der Map, wo ich bin? Nee, glaub nicht. Guck mal eben. Nee. Schade. Ich weiß, wo du bist. Okay. Ich sehe deinen Namen. Ja, hier müssen wir mal hin. Warum, was ist da? Ja, nix, weiß ich ja noch nicht. Ich war ja noch nicht wirklich gucken. Also wegen mir? Kannst du dich auch auf dem Rückweg machen, ne? Wir können gleich, Hier ist so ein Typ mit Kopfschmerzen. Gibt's da nicht was von Ratiofahren? Gute Preise. Gute Verbesserung. Preise. Ah, da ist ein Eisenstein. Na, da ist einer, ne? Eisenstein. Die Sau. Hier könnten wir sogar noch eine Wand stellen. Gar nicht schlecht eigentlich. Das ist ein Pampers-Bomber hier. Aber wir haben keine Seile. Wir müssen jetzt gleich erst Sachen machen gehen. Aber wir können das ja schon mal hier lassen, alles. Mr. Ed von Schleck, ich brauche jetzt sind zwei Eisensteine. Guck noch eben, dass ich hier schon mal die Türen-Kombo baue. Ich hoffe, das geht überhaupt. Ja, dann komm. Ja, dann komm. Dann komm, ne? Freundchen. Was ist jetzt mit dem Messer? Ja, nicht. Das ist meine Eisenstein. Da, 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 da. Mal drei Schicksal.
Können wir dann noch zumachen, dann kann die nämlich hier noch Komm weg. Her, Erna Pirelli. Alter, hast du jetzt echt den Pfosten abgerissen? Der ist mit runtergefallen, ne? Eieiei. Nein, jetzt fehlt ein Seil. Da ist ein Seil. Dicke Dog. Kannst du noch so schreien, Alter? Ich mach eben noch die Eisensteinchen hier und dann komme ich zurück. Hier ist auch so eine kleine Butze. Das sind überall kleine Butzen. Tu mal dein Licht aus, so Pfeife. Alter! Nein, fall doch nicht runter, du Birne! Muss ich den Counter wieder anschmeißen? Schmeiß ich auch gleich an. Ja, mach doch mal. Mach doch mal. Nicht immer nur reden, auch mal Taten folgen lassen, ne? Quatsch nicht. Beweg den Arsch. Ja, wenn ich fertig bin mit Sachen machen hier. Mit Sachen machen, ja. Stein baut sich nicht von alleine ab. Nicht? Nee. Ja, das geht alles nicht so, wie ich das will. Snap doch mal nicht. Gehen wir das doch bestimmt hier rein, siehst du? Also langsam. Aber auch nur so. Aber ist ja nicht schlimm. Sim. Sollte reichen, um den drauf zu machen. Du kannst ruhig snappen, wenn du möchtest. Warum willst du den nicht setzen? Weil dir ein Pöhler fehlt. Weißt du, was wir da machen? Wir setzen hier einfach noch eine Wand hin. Wir können das auch so noch ein bisschen verjüngen. Aber eigentlich wollte ich ja hier eine Blade Trap hinsetzen. Ja. Das klappt dann ja nicht so. Alles scheiße. Es ist alles scheiße. Ich muss erst die Falle setzen. Da fehlen mir Seile für. Ja. Machen wir den nochmal weg hier. Ich kann natürlich hier vorne einfach Pfosten hinmachen, ist ja kein Problem. Gut, das machen wir erst, wenn die Blade Trap steht. Das ist, glaube ich, sinniger. Oh, ich komme ja zurückgelaufen. Ich muss schon wieder noch Kackmist hier. Kann ich hier drüber schwimmen? Ich versuch's mal. Oh, voll abgekürzt, ey. Mega. Mega. Irgendwie falsche Richtung, glaube ich. Ich würde jetzt sagen. Oh, Wolf. Würde mich wundern, aber es wäre gelogen. Wolf, Wolf, Wolf. Eisenstein, Eisenstein. Farage, wo bist du? Kampfbase, auf Weg nach Hause. Ich bringe mal was mit und ich habe nicht mehr viel Leben. Mach das. Ein Hit und ich bin weg. Tja. Und wieder rettet er der Quenny das Leben. So ist er halt einfach, ne? Wunderbar. Du bist mein Held. Kannst du, ja nee, geh mal nach oben. Was brauchst du? Nee, wir müssen es eh erst umwandeln. Aber wir gehen jetzt eh looten.
Wir wandeln das nur schon mal um eben. Gut. Die Stonis und so. Dann gehen wir looten. Judo, das machen wir jetzt fertig. Wir sind ja immer in einer Folge. Bedanken uns fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke. Schreibt einen Kommentar, abonniert uns und tut, was ihr nicht lassen könnt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann. Alter, geht das ein bisschen leiser? Bis dann, ciao. Ciao.